Bilder haben natürlich eine große Bedeutung, weil mit Bildern kann man manchmal mehr erzählen als mit Worten. Und ich finde, Bilder erwecken auch vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein. Wenn man etwas sieht, glaubt man es mehr, als wenn man es hört. Michael Ballhaus würde die Eisblumen im Winter vermissen. Jetzt produziert er schon wieder den nächsten Spot. Mit jungen Filmemachern, die frisch von der Uni kommen. Sein Verein hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Es geht um filmische Ideen zum Klimawandel. Sie sollten emotional sein, aber nicht belehrend. Das war ihm wichtig. Ballhaus selbst kommt aus seiner Lehrerrolle am Set aber nicht so ganz raus. Jede Kameraeinstellung, jeden Lichteinfall kommentiert er. Ich unterrichte ja sehr viel und ich dachte, wenn ich sowas mache, was mit der Zukunft zu tun hat, und so heißt ja auch mein Verein, heißt ja The Future is Now, dann soll ich das eigentlich mit jungen Menschen machen, weil es geht ja um deren Zukunft. Brandenburg ist zwar nicht der Nahe Osten, aber das wird wohl am Ende kein Zuschauer merken. Schließlich müssen die Kosten überschaubar bleiben. Trotzdem ist der Aufwand für eine Minute Film in Kinoqualität recht hoch. Mit bis zu 30 Leuten am Set wurde an 2 Tagen in und um Berlin gedreht. Der Hauptdarsteller vor der Kamera will seine Ideen loswerden. Zweiter Drehtag. Diesmal ist Berlin in Hamburg. Schon wieder Kosten und Reisen gespart. Auch gut fürs Klima. Susanne Mann und Paul Zischler haben noch als Studenten mit Ballhaus die ersten Spots produziert. Jetzt haben sie ihre eigene Firma. Sie kennen die Klimabilanz der Branche. Film ist nach wie vor eine sehr umweltbelastende Geschichte, weil man eben einfach immer viel Logistik hin und her bewegen muss etc. Trotz allem kann man im Kleinen auf jeden Fall daran arbeiten, dass man das wirklich so konsequent wie möglich und so effektiv wie möglich gestaltet. Und es gibt mittlerweile auch Produktionsfirmen, die sich darauf spezialisieren, grünes Filmemachen umzusetzen. Die Kartoffel aus dem Nahen Osten ist die eigentliche Hauptdarstellerin im Spot. Sie soll bald in den Kinos ihren großen Auftritt haben. Es ist die Geschichte ihrer Reise rund um die Welt. Der Filmplot einer jungen Regisseurin aus München hat die Wettbewerbsjury überzeugt. Der hat mir so gut gefallen, weil wir eigentlich gar nicht wissen, oder uns nicht bewusst ist, wie weit manchmal unsere Nahrungsmittel, die wir auf dem Teller haben, anreisen und wie viel CO2 dabei sozusagen in die Luft fliegt. In der Sonne, ja. Am Set heißt sie nur noch die Hero-Kartoffel. Für die spätere Animation ist es wichtig, die richtige in Szene zu setzen. In der Sonne, ja. Sie wird sicher nicht die letzte Hauptdarstellerin in einem Spot für den Klimaschutz sein.